Grüezi miteinander. Mein Name ist Christian Filiger. Ich bin Geschäftsführer von der Lips. Wir tun für insgesamt 130 Partnerfirmen 1500 Lernende in 16 unterschiedlichen Lehrberufen ausbilden. Unsere Vision ist, Lebensunternehmer zu produzieren, denen Lernenden beibringen, was nachher im Leben auf sie zukommt. Und um das ganze Bild komplett zu machen, haben wir uns entschieden, zusammen mit Rhino Innovation eine ganz neue und coole Idee umzusetzen. Das ist das Lips Unternehmerhaus. Typischerweise werden Unternehmer zum Kurse von Theoretikern gemacht. Und genau das wollten wir beim Lips Unternehmerhaus nicht. Wir nehmen zwar die Theorien aus der besten Literatur über Startups, aber vereinen diese mit unserer Erfahrung als Gründer, als Sparringpartner von Startups und als Investoren. Und nicht nur das, sondern unsere Kurse werden nicht von Lehrern unterrichtet, sondern von Unternehmern, die als Vorbilder für die Berufslehrenden dienen und ihnen klar machen, dass alles im Leben möglich ist. Also mir fragt man oft, oder man fragt oft Founders, ja, was hättet ihr anders gemacht, wenn ihr nochmal anfangen könntet? Und ich habe immer gesagt, ich hätte eigentlich früher angefangen, weil du bist eigentlich nie wirklich ready, um eine Firma zu machen, außer du hast es schon mal gemacht. Ich möchte Ihnen ein unternehmerisches Mindset mitgeben. Es muss ja nicht unbedingt eine Firma gründen heißen, sondern vielleicht, hey, ich möchte etwas mega Spezielles lernen oder studieren oder was auch immer und ich mache mir den Weg dafür, auch wenn es mega komisch ist oder so. Also ich denke, für die Zukunft bringt mir sicher, dass ich schon mal eine gewisse Grundausbildung oder Grundwissen habe, falls ich mal wieder ein Unternehmen gründe. In meinem Kurs sind wir schon einzelne Ideen gekommen und dann weiß ich eigentlich direkt, ist es überhaupt umsetzbar oder nicht. Also ich habe eher gedacht, wie man ja eigentlich normalerweise denkt, dass der Kurs so langweilig wird, wie im Unterricht hocken, zulassen und fertig. Aber jetzt ist eigentlich das Gegenteil, also es ist ziemlich lustig. Ich bin eher so auf die Richtung mit, ich will selbstständig sein, weil ich mache viel lieber mein eigenes Ding. Also ich hoffe, ich habe auch das Gefühl, dass mir der Kurs hilft für die Zukunft, dass ich auch selbstständig werde. In den letzten paar Minuten haben Sie einen Überblick bekommen, was das Lips Unternehmerhaus eigentlich ist. Kommen Sie mit, unterstützen Sie uns, versuchen Sie mit uns zusammen das Lips Unternehmerhaus voranzubringen. Sie können das mit finanzieller Unterstützung machen und zusammen mit unserem Hauptgeldgeber, der Geber-Treuf-Stiftung, versuchen, das Lips Unternehmerhaus zu unterstützen. Oder Sie können auch Ihre Lernenden oder Praktikanten im Lips Unternehmerhaus ausbilden. Mein Name ist Christian Filiger. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.